Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 64. Diesmal eine kleine Sonderedition anlässlich des Treffens der G20 in Hamburg und all der Vorkommnisse, die wir da in den vergangenen Tagen haben beobachten müssen. Dazu hat Ulf seinen Urlaub kurz mal auf Eis gelegt und auf die Aufnahmetaste gedrückt. Mein Name ist Philipp Banse und hallo Ulf. Ja, hallo Philipp, ich bin Ulf Burmeier und in der Tat habe ich gerade mal den Urlaub unterbrochen, wobei man natürlich sagen muss, was gibt es Schöneres als 2 Stündchen mit dir, Philipp, eine Lage aufzunehmen. Insofern, auch das trägt ganz sicher zu meiner Erholung bei und ich freue mich, dass wir beiden uns jetzt einen Moment Zeit genommen haben zusammen, um einfach zurückzublicken auf den G20, einfach weil das ja ein Ereignis war, denke ich, dass die innenpolitische Diskussion im Sommer massiv bestimmen wird und wir machen im Prinzip Sommerpause, aber ich denke, da macht es schon Sinn, dass wir uns noch mal einmal zusammenfinden. Genau, und deswegen auch in dieser Folge nicht wie gewohnt mehrere Geschehnisse, Ereignisse in einer Sendung, die wir auflisten und beurteilen, sondern eben G20. Und da hatten wir ja auch von euch viel Kritik geerntet und einstecken müssen per Twitter und auch im Blog, weil wir uns natürlich, sagen wir mal, bei der letzten Ausgabe recht frühzeitig, sagen wir mal, geäußert hatten. Da war eben Freitagabend und so die ersten Krawalle waren halt im Gang. Und wir hatten natürlich ein sehr unvollständiges... Nee, das war das Ding, Philipp. Wir haben ja die Folge am Donnerstag aufgenommen. Ach, wir haben ja nicht am Freitag, eben, da war nämlich noch gar keine Krawalle passiert. Wir hatten im Grunde nur zurückgeblickt auf die Demo vor dem Beginn des G20 und hatten da gesagt, dass das Verhalten der Polizei wahrscheinlich sehr ungeschickt war. Das kommen wir auch gleich noch drauf zurück. Richtig. Und da hatten uns einige Leute gefragt, ob wir denn das jetzt anders sehen. Also es gab auch sehr viel Zustimmung, ne? Also sehr viel Feedback, auch dass Leute sehr glücklich waren, dass wir mal Fragen gestellt haben, die andere Medien vielleicht nicht gestellt haben. Aber es gab eben auch Kritik und Leute haben uns gefragt, ob wir unsere Sicht der Dinge möglicherweise überdenken müssten im Lichte der Krawalle. Und deswegen dachten wir, macht es Sinn, einfach zunächst mal, wie wir das immer tun, die Fakten zusammenzukehren und dann diese auch aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Genau. Dann mach das doch mal. Dann fangen wir doch mal an. Also im Vorfeld, das hatten wir ja auch in der letzten Lage schon erwähnt, wurden diese Schlafcamps weitestgehend verhindert. Genau, es gab eine ganze Reihe von Versuchen, Zeltlager aufzubauen von G20-Gegnern. Zunächst in der Innenstadt, dann hatten die Organisatoren angeboten, sich zurückzuziehen auf eine Insel oder eine Halbinsel genommen namens Entenwerder, die am Stadtrand von Hamburg liegt. Und selbst das hat die Polizei aber letztlich weitestgehend nicht geduldet. Es gab dann Anordnung von Gerichten, wonach, ich glaube, 300 Schlafzelte geduldet werden mussten. Aber diese Schlafcamps wurden im Vorfeld, das ist so die Bottomline, weitgehend verhindert. Der offizielle Grund dafür war, dass man keine Rückzugsräume schaffen wollte. Die Idee war nämlich, dass quasi die Behörden in Hamburg versuchen wollten, G20-Kritiker möglichst erst gar nicht anreisen zu lassen, wenn sich nämlich rumspricht, dass man nicht in einem solchen Zeltlager schlafen kann. Und dann kamen wir zum Donnerstag. Ja, genau. Das Problem war mit diesen Schlafcamps, aber nur um die Fakten zu Ende. Ja. Das Problem war, diese Strategie ist überhaupt nicht aufgegangen, denn die Kritiker waren ja trotzdem da, nur wusste man jetzt nicht so richtig wo. Nicht? Diese Halbinsel Entenwerder wäre eben wie gesagt, am Stadtrand von Hamburg gelegen gewesen und der Zugang wäre auch sehr gut zu kontrollieren gewesen. Da gibt es wohl im Wesentlichen nur einen Zugangsweg, an dem man hätte Kontrollstellen aufbauen können zum Beispiel. Diese Chance haben die Behörden in Hamburg nicht genutzt. Stattdessen sind die Menschen, die da angereist sind, dann eben irgendwo über die Stadt verteilt untergekommen. Das hat relativ gut geklappt. Also dieses Verbot von Schlafcamps hat offenbar niemanden davon abgehalten, nach Hamburg zu reisen. Die Leute haben dann nur über die Stadt verteilt gewohnt, mutmaßlich auch nicht ganz wenige im sogenannten Schanzenviertel, was ja so als ein Brennpunkt der linken Szene in Hamburg gilt. Genau. Und dann kam der Donnerstag. Was ist da passiert?
Genau, am Donnerstag kam es zu einer Demonstration. Das war ja der Teil, den wir in der vergangenen Lage schon kurz andiskutiert haben, die unter dem Motto stand Welcome to Hell, was natürlich schon sehr martialisch klingt. Das sollte darauf anspielen, dass die Weltwirtschaftsordnung zurzeit eine Art Hölle darstelle und es ist so eine ironische Anspielung, willkommen in der Hölle, Klammer auf, die G20 zu verantworten haben, Klammer zu. Aber natürlich ist es auch ein sehr martialischer Titel, der durchaus auch autonome oder sogar gewaltbereite Demonstranten potenziell anziehen kann. Ja, man kann natürlich Welcome to Hell auch verstehen als Willkommen zu einer Demonstration, in der es mal so richtig zur Sache geht. Das, denke ich, so kann man gar nicht ausblenden, dass dieser Titel im Grunde so zwei verschiedene Deutungsmöglichkeiten zulässt. Bei dieser Demo gab es einen großen sogenannten schwarzen Block am Anfang der Demo, der sich teilweise auch vermummt hat. Die Polizei hat dann gesagt, diese Vermummungen müssen abgelegt werden. Das hat weitgehend auch geklappt. Es waren aber noch ein paar Vermummte dabei. Trotzdem hat die Polizei sich entschieden, diese Demonstration nicht weiterziehen zu lassen, obwohl die zunächst friedlich verlief, sondern sie haben sich entschieden zu versuchen, doch mal den schwarzen Block vom Rest der Demonstranten zu trennen. Und da muss man sagen, hat das überhaupt nicht funktioniert. Und dazu rechtlich ist das eine etwas komplexe Situation. Natürlich sind Vermummungen strafbar und natürlich darf die Polizei Versammlungen auch auflösen, wenn sich darin Menschen vermummt aufhalten. Sie muss es aber nicht. Es ist also letztlich eine Art taktische Überlegung. Wir haben auch bei uns in den Kommentaren viele Leute gelesen, die gesagt haben, ja, das ist doch völlig klar, da wird sich vermummt, dann muss man das auflösen. Und klar, das ist so eine Art Law-and-Order-Taktik, ne? Dass man sagt, man duldet jetzt überhaupt keinen Rechtsverstoß. Die Frage ist nur, ist es politisch klug? Ich denke, zu der Interpretation kommen wir gleich noch. Was jedenfalls passiert ist bei der Auflösung dieser Welcome to Hell Demo, ist, dass die Polizei ganz massive Gewalt eingesetzt hat und das teilweise auch in sehr ungeschickter Weise. Es gab zum Beispiel so eine Engstelle. Ja, ich kenne die Situation selber nicht, habe das nur aus verschiedenen Medienberichten zusammengetragen. Eine Engstelle, auf der einen Seite eine Wand, also so eine Art Abhang, auf der anderen Seite eine Mauer und die Polizei hat dann auf die Leute eingeprügelt. Das macht man normalerweise, wenn man Leute auseinandertreiben will. Nur wenn die dann gar nicht weg können, ist das ein großes Problem. Und da gibt es also sehr viele Berichte auch von Journalisten, die sagen, das war letztlich ein völlig sinnloser Gewalteinsatz, weil die Leute überhaupt nicht weg konnten. Ja, also wenn man eine Demo auflöst, dann muss man natürlich eine Situation nutzen, wo die Leute auch tatsächlich sich auflösen können. Und das soll bei der Welcome to Hell Demo so nicht möglich gewesen sein. Wie gesagt, schwierige Situationen, gab es viel Kritik auch von Journalisten. Wozu es jedenfalls geführt hat, ist, dass sowohl die Demo-Teilnehmer als auch der schwarze Block eben tatsächlich irgendwann sich über die Stadt verteilt haben. Das kann man, glaube ich, sagen. Genau, und dann kam der Freitag und da war es halt so und da entstanden diese wirklich, sagen wir mal, sehr verstörenden Videos von brennenden Autos überall in Hamburg. Also haben wir wahrscheinlich viele gesehen, sind Autos halt mit laufender Kamera die Elbchaussee in Hamburg runtergefahren und es war wirklich alle 20 Meter brannte ein Auto. Dann gab es dieses Video, wo Anwohner vom Balkon runter oder aus dem Fenster runtergefilmt haben in eine leere Straße und halt, sagen wir mal, in Gruppen schwarz gekleideter, wahrscheinlich ausschließlich Männer, durch diese Straße gegangen sind und bei jedem Auto versucht haben, die Scheibe einzuschlagen. Es ist ihnen nicht bei allen gelungen, aber bei vielen und haben dann halt Brennsätze, irgendwie brennende, keine Ahnung, Pyrotechnik da reingeworfen und diese Autos sind in Flammen aufgegangen. Und das halt über Stunden. Ja. Und dann gab es auch Plünderungen beim IKEA in Altona, wo halt Scheiben eingeschmissen wurden, Möbel rausgetragen wurden und. Und ja, das waren so diese sehr verstörenden Bilder vom Freitag morgen Vormittag. Ja, ganz genau. Und das Interessante daran ist, dass das eben nicht zum Beispiel direkt nach der Auflösung der Welcome to Hell Demo passiert ist, sondern am Freitagmorgen scheinbar ohne irgendeinen Anlass. Das heißt, da sind einfach irgendwelche Leute losgezogen. Und wenn man sich diese Videos anschaut, dann weiß man auch nicht, wer das war. Klar, die sind irgendwie dunkel gekleidet, aber es finden sich da überhaupt keine Parolen, es finden sich auch keine Bekenntnisse. Das heißt, es sind einfach irgendwelche Leute durch die Straßen gezogen und haben Autos angezündet. Und die Zuschreibung, ja, wer das jetzt tatsächlich war, ist extrem schwierig. Philipp, hast du da Informationen, wer das war? Nee, ehrlich gesagt nicht. Also man kann jetzt von Handlungen auf Motive schließen, aber
weiß ich nicht. Also ich habe da nur so Schlachtrufe, so AA Antifaschista oder sowas gehört, aber mehr weiß man eigentlich nicht, meiner Meinung nach. Und dann kam es halt am Abend, am Freitagabend zu diesen massiven Ausschreitungen und Krawallen am Schulterblatt im Schanzenviertel, also Schulterblatt so eine Straße bei der Roten Flora, also wo ein Zentrum der linken Szene nicht nur in Hamburg, sondern auch deutschlandweit eigentlich ist. Und da wurden halt ja Barrikaden angezündet, die wirklich Meter hoch brannten, auch Häuser, andere Häuser in Gefahr brachten. Es wurden Geschäfte geplündert, Apple-Geschäfte geplündert, Butnikowski, so eine Drogeriekette, die da in Hamburg ein sehr soziales Image eigentlich hat und ein sehr lokal verwurzeltes Image. Da wurde die Scheiben eingeworfen und der Besitzer stand daneben und hat zugesehen, musste zusehen, wie sein Laden quasi komplett zerstört wird. Der Rewe wurde geplündert. Es wurde quasi über Stunden war da flammendes Inferno. Ja, und Polizisten wurden mit Zwillen beschossen, mit Steinen beworfen, mit Molotow-Cocktails beworfen. Das ist das, was dann Anwohner eben auch als wie im Krieg beschrieben haben, obwohl die meisten von ihnen keinen Krieg gesehen haben dürften, aber das war so deren und miterlebt haben dürften, aber es war so deren Wahrnehmung und auch die vieler Journalisten komplette Anarchie. Ja, völlig rechtsfreier Raum, jeder konnte machen, was er will, ohne dafür Gefahr zu laufen, bestraft zu werden. Ja, das muss man so sagen. Wie gesagt, zur Analyse, wer war das, wie ist das zu bewerten? Kommen wir gleich noch. Wir wollten erstmal nur so die Fakten zusammentragen, denn der G20-Prozess war deutlich bunter als diese Szenen am Freitagabend zunächst mal scheinen. Die dominieren zwar die mediale Wahrnehmung der G20-Proteste und auch die politische Diskussion konzentriert sich ja auf diese Stunden der Anarchie im Schanzenviertel. Es gab aber auch eine ganze Reihe von großen und friedlichen Protesten, vor allem am Samstag gab es eine Demonstration unter dem Motto Solidarität ohne Grenzen statt G20, an der 76.000 Menschen teilgenommen haben sollen, was dann die größte Demonstration in der Geschichte Hamburgs gewesen wäre. Und auch das, denke ich, muss man ganz deutlich sagen, denn wie gesagt, diese Krawalle bestimmen jetzt total die Diskussion. Aber ich finde das insofern bedauerlich, als ja 76.000 Menschen sich tatsächlich nicht gerade jeden Tag zusammenfinden. Und wenn so viele Menschen sich auf den Weg machen nach Hamburg, gerade auch an dem Tag nach diesen Krawallen, trotzdem sich noch auf den Weg machen, trotzdem demonstrieren und ihre Kritik am G20 zum Ausdruck bringen, dann ist das, denke ich, ein politisches Statement, das auch wahrgenommen werden sollte. Und insofern, das vielleicht schon mal so vorab, aus meiner Sicht ist es jedenfalls sehr bedauerlich, dass jetzt so viel über einige Menschen geredet wird, die Gewalt verübt haben, für einige Dutzend, einige Hundert und die vielleicht hundertfach mehr Menschen, die friedlich demonstriert haben, so vergleichsweise wenig in den Medien auftauchen. Ja, und die ja auch, also ich meine, die friedlichen Demonstranten haben ja einen ganzen Sack voll valider inhaltlicher Einwände gegen G20. Ja, ein undemokratisches Treffen, nicht legitimiert, zementiert quasi eine ungerechte Globalisierung, wehrt sich gegen Reformen, Afrika findet nicht statt und so weiter und so weiter. Gibt doch ein Forum, die UNO, warum findet das nicht da statt? Alles Sachen, über die man, finde ich, diskutieren muss. Aber die halt jetzt in dieser, so wie es jetzt gelaufen ist, in der medialen Berichterstattung halt überhaupt keine Rolle gespielt haben. Ja, genau. Das ist also Kritik am G20 als Institution. Das hatten wir ja letztes Mal auch schon angesprochen. Aber es gibt ja eben auch eine ganze Menge an Kritik an den Folgen der gegenwärtigen Weltwirtschaftsordnung, für die die G20 eher so als Symbol stehen. Also Stichwort Freihandel. Was macht der denn eigentlich mit Menschen in der sogenannten Dritten Welt oder früher sogenannten Dritten Welt? Welche Konsequenzen hat der gegenwärtige Freihandel für die Menschen in den Entwicklungsländern? Welche Folgen hat denn eigentlich die gegenwärtige Weltwirtschaftsordnung für die Umwelt, für unser Klima zum Beispiel? Also es gibt ja eine ganze Reihe von Kritikpunkten letztlich an unserer gegenwärtigen Lebensweise auf der Welt, vor allem in den westlichen Industrienationen und auch in den Schwellenländern, die mit zum G20 gehören. Insofern, das sind alles Argumente, Thesen, die, denke ich, jedenfalls der öffentlichen Diskussion würdig und wert wären und die aber überlagert werden. Und das vielleicht schon mal so als ganz persönlichen Hinweis. Man kann auch so ein bisschen den Eindruck haben, dass interessierte Kreise das auch ganz gut finden, dass man jetzt im Wesentlichen über die Gewalt reden kann, was ja wichtig ist, machen wir gleich auch ausführlich, und sich weniger beschäftigen muss mit der Kritik an inhaltlichen Problemen. Ja, zumal bei dem Gipfel ja nicht viel bei rumgekommen ist. Die haben sich ja auf so ein windelweiches Statement geeinigt,
wo man früher auch schon mal weiter war, ja, also in Elmau hieß das, glaube ich, einer der letzten Gipfel, ja. Da stand immerhin in dem Kommuniqué, dass sich die Welt auf eine Dekarbonisierung zubewegt, sprich auf eine Wirtschaftsordnung, die weitgehend ohne fossile Brennstoffe auskommt. So, das ist ja schon mal ein Statement, das wird da nicht morgen umgesetzt, aber das ist immerhin schon mal eine Ansage gewesen, ganz anders hier in Hamburg. Da hat nicht zuletzt auch aufgrund der amerikanischen Präsidentschaft Klimawandel vielleicht eine Rolle gespielt, aber letztlich hat es da keine großen wegweisenden Entscheidungen oder Commitments gegeben. So, ne? Also das muss man sagen. Ne? Ja. Ja, jede Menge Stoff, über den man reden könnte und was man kritisieren könnte und der natürlich dann auch wesentlich schwerer zu beantworten ist als diese Krawallfragen, aber so ist es jetzt halt mal. So, und, genau. So, vielleicht zu dem Stichwort, Philipp, zu dem Stichwort Ertrag des G20. Politisch, wie gesagt, ist da im Prinzip nicht viel mehr gewesen als Spesen. Die Spesen aber waren ganz erheblich. Die Schätzungen gehen bis zu 100 Millionen Euro. Muss man sich mal vorstellen, 100 Millionen Euro. Ja, 130 habe ich sogar auch gehört. Irgendwie. Ja, guck mal. Also jedenfalls eine dreistellige Millionensumme, die der ganze Zirkus gekostet hat. Wenn man das jetzt mal ausrechnet, ja, mit wie man den Hartz-IV-Satz anheben könnte, jetzt mal ganz polemisch formuliert, mit 130 Millionen oder auch nur mit 100 Millionen Euro, dann wird mir persönlich ganz schwummerig. Oder einen Vergleich, den ein Leser zog, der berichtete nochmal zum Stichwort, oder ein Zuhörer wahrscheinlich eher, bei uns im Blog, der verwies nochmal auf das Stichwort Glasfaseraufbau und sagte, bei ihm auf dem Lande in Mecklenburg-Vorpommern, wo sie gerade Urlaub machen, sei das alles sehr, sehr schwierig mit dem Internet und mit den 130 Millionen, die der G20 gekostet hat, ja, die er quasi in wenigen Tagen verballert hat, hätte man vermutlich die Infrastruktur in Mecklenburg-Vorpommern komplett ausbauen können und hätte dann viele Jahre eine vernünftige Infrastruktur. Also das, natürlich sind das jetzt unterschiedliche Kassen, die betroffen sind, so einfach wäre das nicht, man hätte jetzt also nicht mit einem Federstrich sagen können, bauen wir doch mal das Internet in Mecklenburg aus, anstatt den G20 abzuhalten. Also das ist natürlich ein Stück weit auch eine polemische Zuspitzung, aber ich denke, das ist trotzdem ein interessantes Gedankenexperiment, nicht? Denn solche gigantischen Politshows, die verschlingen einfach jede Menge Steuergelder und da kann man sich schon die Frage stellen, ob es das überhaupt wert ist. Das auf jeden Fall. Ich finde es aber immer auch schwierig, wirklich so Ausgaben gegenzurechnen, weil das nun mal das Prinzip ist, dass man Geld einnimmt und es an allen möglichen Stellen ausgegeben wird. Und das ist natürlich, ja, man das eine immer gegen das andere aufrechnen kann. Nichtsdestotrotz bleibt es ein teures Unterfangen. Ich gucke nur gerade mal, spaßeshalber, wie viel. Boah, dieses Autoplay. Boah. Dieses Autoplay, das macht mich wahnsinnig. Genau, ich habe nur mal geguckt, wie viele Hartz-IV-Empfänger es gibt, aber das, glaube ich, müssen wir jetzt nicht aufdröseln. Tatsache ist, teurer Gipfel und ja, mit dem Aufwand, denke ich, auch schwer zu rechtfertigen. Kommen wir doch mal zur Frage, wer denn jetzt eigentlich die Krawallos waren, steht bei uns im Pad. Genau, das ist nämlich eine sehr relevante Frage, weil es die politische Diskussion schon so dominiert. Also die Bild-Zeitung zum Beispiel hat einen großen Titel gedruckt, der da sinngemäß heißt, wann wird endlich was gegen diesen linksextremen Terror gemacht? Auch die CDU, CSU ist auf diesen Zug aufgesprungen und schreibt die Krawalle Linksradikalen zu. Am deutlichsten vielleicht hat das der Rainer Wendt getan, der Bundesvorsitzende einer der großen Polizeigewerkschaften, der Linksradikale dafür verantwortlich macht. Philipp, haben wir da nicht sogar einen O-Ton von Rainer? Ja. Mein Urteil, Rainer Wendt, von der Polizeigewerkschaft. Weil diese Exzesse politisch gezüchtet worden sind. Diese ganze linke kriminelle Szene rund um die Schanze wird ja seit Jahren verhätschelt und verharmlost. Und jetzt explodiert die Gewalt natürlich, weil sie sehen, dass sie in diesem Moment einfach mal nicht sich austoben können. Und dann bekommt man die Quittung für eine ganz verfehlte Politik. Das wird jetzt auf dem Rücken der Einsatzkräfte ausgetragen. Also der sagt, die Gewalt sei explodiert, weil sich die Autonomen oder die Täter eben mal nicht hätten austoben dürfen. Deswegen sei die Gewalt explodiert. Das halte ich für eine gewagte These. Hatte ich auch für eine gewagte These, denn also jedenfalls die Bilder schienen doch so zu sein, dass da eben gerade einige Stunden lang zumindest die Anarchie herrschte im Schanzenviertel. Und ich habe deswegen diesen O-Ton auch nicht so richtig verstanden von Rainer Wendt. Aber die Zuschreibung ist trotzdem ziemlich eindeutig, dass er also glaubt, Linksradikale seien dafür verantwortlich in erster Linie und dafür wiederum mittelbar sei die Hamburger Politik verantwortlich, die ihnen da einen Raum zur Entfaltung gegeben habe.
Genau, also ich denke, also woraus speist sich das? Wir beide waren nicht vor Ort, wir haben das nicht sagen wir mal, aus erster Hand gesehen und beobachtet, sondern wir haben jetzt Zeitungen, Artikel gelesen von Journalisten, wir haben Videos gesehen. Ich bin mehrere Jahre auf dem 1. Mai in Berlin mitgelaufen, habe bestimmt mit 20 Leuten gesprochen, die da Steine werfen, Flaschen geworfen haben über ihre Motive und dazu gibt's halt diverse Äußerungen jetzt auch von Leuten, Rechtsanwälten, die halt in der Gefangenensammelstelle beispielsweise Leute betreut haben, die eben dort festgenommen worden sind. Und für mich gibt sich da so ein Bild, das wie folgt aussieht. Also da sind einige tausend Leute aufgeschlagen, von denen, glaube ich, die sich so ein bisschen nach ihrer Motivation sortieren lassen. Da gibt es diesen schwarzen Block, von dem immer gesprochen wird. Das ist meiner Meinung nach aber in erster Linie eine optische Erscheinungsform. Die ziehen sich halt schwarz an und vermummen sich, auch um nicht erkannt zu werden und vielleicht der Strafverfolgung zu entgehen. Aber das ist politisch keine und auch sozial keine homogene Truppe. Sondern im Kern noch am weitesten politisch motiviert, würde ich sagen, stehen die Autonomen oder ein bisschen andere Fraktionen sind die interventionistischen Linken. Und die sind sich, die unterscheiden sich so in Teilen, aber sind sich, glaube ich, im Kern in so ein paar Sachen einig. Erstens nämlich, Ursache für das Übel in der Welt ist der Kapitalismus. Und all die, wie sie nennen, imperialistischen Kräfte, die diesen Kapitalismus unterstützen. Der Kapitalismus ist in ihrem Weltbild Ursache für Kriege, Flüchtlings- und Hungerkatastrophen und auch für den Faschismus. Und deswegen definiert und ist in deren Weltbild Antifaschismus zwangsläufig immer antikapitalistisch. So, und politische Reformen, sowas wie in so einem sozialen Staat, wo dann die Reichen ein bisschen mehr zahlen und um die Armen zu unterstützen und, das ist in deren Augen alles Etikettenschwindel. In so einem kapitalistischen System sind Reformen nicht möglich, beziehungsweise führen nicht zu einer Lösung einer gerechteren Welt ohne Krieg, sondern in deren Weltbild von den Autonomen und der interventionistischen Linken ist der revolutionäre Umsturz die einzig mögliche Lösung. So, das ist so, würde ich sagen, ein bisschen grob gestrickt, aber im Kern das politische Weltbild, was einige dort auf die Straße getrieben hat. Und so ein G20-Gipfel, der ist natürlich der Kristallisationspunkt für all diese Punkte in diesem Weltbild. Da treffen sich die 20 wichtigsten kapitalistischen Staaten, um über das Schicksal der Welt zu reden, um über die Wirtschaft zu reden, etc. Und da ist die Weltaufmerksamkeit drauf gerichtet. Und wenn es irgendwo einen symbolträchtigen Ort gibt, an dem man dieses Weltbild, sagen wir mal, zum Ausdruck bringen kann und sich für dieses Weltbild einsetzen kann, dann ist es eben so ein G20-Treffen. Das hat man in den vergangenen Jahren ja auch gesehen. Hamburg ist ja nun bei weitem nicht das erste G20-Treffen, bei dem es zu solchen Randalen kommt. So, aber, und ich glaube, das ist, ich vermute, dass wirklich das als zentrale politische Motivation, um da aufzulaufen, dass das nur wirklich ein Teil derjenigen betrifft, die dort beispielsweise am Freitagabend in der Schanze randaliert haben, betrifft. Ich glaube, und das sagen Sven Becker vom Spiegel, Welt am Sonntag hat das geschildert, von vielen Journalisten, die vor Ort waren, und das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen bei diesen ganzen 1. Mai-Krawallen, dieses Ökosystem, was da entsteht, ja, du kannst dich relativ leicht über schwarze Kleidung so einem Mob anschließen. Du kannst dich in eine Position bringen, um gegen die potenziell größte Gewalt, die wir haben, die Staatsgewalt, in Position zu bringen und sie zu bekämpfen. Und du hast dort eine Szene vorgefunden, wo du dich spürst und Macht ausüben kannst. Du kannst Feuer legen, ohne dass es irgendjemand interessiert. Du kannst Steine werfen, du kannst Flaschen werfen. Und das Ganze kannst du dann vor dir selber noch mit einer, sagen wir mal, mit einem politischen Überbau, unter den du dich vermeintlich einsortierst, rechtfertigen. All das setzt Hemmschwellen ab und all das zieht Leute an, die eigentlich politisch da nichts wollen, sondern die einfach dieses Machtgefühl der Randale genießen. So Hooligans, Mobs, die einfach Läden kaputtschlagen, plündern, egal, Familienautos anzünden, egal, ja, Häuser in Gefahr bringen, das eigene Viertel in Schutt und Asche legen, egal, ja. Es ist das Gefühl von sich selber spüren, Macht zu haben über die vermeintlich größte Macht, die es gibt, nämlich den Staat, ja. Und dieses Gefühl macht, glaube ich, süchtig. Das ist für sehr unterschiedliche Schichten, ja, Arbeiter, Bildungs, die kommen ja überall her, sehr attraktiv.
So, das ist das, was ich beim 1. Mai erlebt habe. Ich meine, da waren so Szenen dabei, wirklich, die werde ich nie vergessen. Da stand ich auf so einer brennenden Straße und es gibt natürlich die ganzen Schaulustigen, die natürlich auch dastehen und ihr Bier trinken und lachen und klatschen. Ja, und dann habe ich halt mehrmals beobachtet, wie beispielsweise, da stand ein Mann in Buntfaltenhose, weißt du, mit so einem Pullover, Bierchen in der Hand, hat getrunken und irgendwann stand eine leere Sektflasche neben ihm. Und ich habe richtig diesen Gedanken in ihm wachsen sehen, wie wäre das eigentlich, wenn ich diese Sektflasche auch mal schmeiße. Und das ging so über 2, 3, 4 Minuten, hat immer wieder runtergeguckt, dann wieder hochgeguckt, runtergeguckt, irgendwann hat er die dann in die Hand genommen, so, und dann hat er gesehen, alle anderen schmeißen Steine auf die Polizisten, die da vorne stehen, mache ich das doch auch. Und dann hat er diese Flasche auf die Polizisten geworfen, eine Sektflasche, ja, wenn die jemand gegen den Kopf kriegt, kann man sich ausrechnen, was da passiert. Und das war für mich so ein Symbol. Ich habe mit so vielen gesprochen, die einfach diese Anarchie genossen haben. Dieses, hier kann ich machen, was ich will. Und ich kann mich spüren und ich kann, weißt du, Macht ausüben und Gewalt ausüben. Und das zieht einfach viele an. Und ich glaube, viele von diesen Leuten waren da am Freitagabend in der Schanze. Das finde ich ehrlich gesagt sehr plausibel, was du schilderst, Philipp, und vor allem deswegen, weil sich das eben deckt, zum einen mit den ganzen Videos, die man sich so angucken kann. Also ich habe eine ganze Weile auf YouTube jetzt verbracht und mir verschiedenste Videos angeguckt, und es deckt sich eben auch mit dem, was der Sven Becker schildert. Der hat, wie ich finde, einen sehr, sehr schönen Text geschrieben, gerade eben zu der Frage, wer waren denn jetzt eigentlich die Leute, die da auf der Schanze randaliert haben. Wie gesagt, es gibt politische Analysen, die sagen, es waren Linksradikale, und da sagt Sven Becker, klar, da gab es einen harten Kern von Autonomen, das waren nicht viele, aber ein paar waren da und die haben auch angefangen mit dem ganzen Zirkus. Aber dann hat eben das Ganze, also im Grunde so wie so ein Hurricane, immer weitere Leute angezogen, die dann eben mitgemacht haben in diesem ganzen Strudel der Gewalt. Und die waren größtenteils völlig unpolitisch. Ne? Unpolitische junge Leute, teilweise sogar in Markenklamotten, sieht man auf den Videos. Oder Leute, die ganz offensichtlich auch gar nicht vorhatten, sich zu vermummen, die dann einfach nur irgendwie das T-Shirt hoch ins Gesicht gezogen haben und so. Also quasi ganz spontane Krawalltouristen, bis hin zu Leuten, die da mit farbigen Klamotten, teilweise sogar mit Markenklamotten, mit einmal anfangen rumzurandalieren oder irgendwelche Läden zu plündern. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für die weitere Interpretation, auch dass man sich klar macht, klar, es gab einen harten Kern von Linksradikalen oder Autonomen, aber es gab eben auch ganz viele andere. Es gab zum Beispiel auch so offensichtlich Leute aus der Fußball-Fan-Hooligan-Szene, und es gab sogar eine ganze Reihe von Neonazis. Sogar die Bild-Zeitung, da kommen wir gleich noch näher zu, hat ja so eine Art Fahndungsaufruf gestartet mit so ein paar Fotos, und mindestens einer derjenigen, die Bild-Zeitung da als mutmaßliche Gewalttäter identifiziert hat, ist ganz offensichtlich Neonazi, von den Attributen, die man so auf seiner Klamotte sieht. Mit anderen Worten, also es ist schlicht und ergreifend irreführend zu sagen, es handelt sich um linksradikale Krawalle, sondern es gibt Linksradikale, die da mitgemacht haben, die möglicherweise, so hat es jedenfalls Sven Becker wahrgenommen, sogar den Anfang gemacht haben, aber dieser ganze Gewaltexzess war letztlich ein unpolitisches Event schlimmster Art. Genau, und ich glaube, linksradikal insofern, als dass, glaube ich, dieser politische Überbau, der konstruiert wird, sowohl von den Autonomen, die das starten, als auch von den Medien etc., der macht es halt, sagen wir mal nochmal, besonders einfach, diese Hemmschwelle für sich zu überwinden, bei einigen vermute ich, dass sie einfach sagen, ja, wir kämpfen hier für eine gerechtere Welt. Dass es natürlich bizarr ist, wenn man dann Apple Stores ausräumt und Rewe und ausräumt mitnimmt. Und mitnimmt und Budnikowski ausräumt, das muss man nicht weiter erläutern, ja, aber ja. Das führt einfach dazu, dass man, wenn man sich anguckt, wer war da, ja, das sind zum einen diese Zehntausende von Menschen, die ganz friedlich protestiert haben, ja, für ihre Anliegen. Dann gibt es einige Tausend, ich kenne die genaue Zahl nicht, ist wahrscheinlich auch schwer zu schätzen, die halt letztlich in der Nacht zu Kriminellen geworden sind, ja, und Läden ausgeräumt haben, Autos angezündet haben, wirklich verheerendes Desaster dort angerichtet haben. Und von denen gibt es einen Kern, der macht das aus, im Kern politischen Motiven, was die Straftat nicht weniger zur Straftat macht. Und es gibt eben andere, die, sagen wir mal, aus anderen Stadtteilen, ja, auch aus anderen Ländern, Spanien, Italien, die wissen natürlich, was da passiert, und kommen dann halt her, weil sie genau wissen, hier können sie das machen. So, das ändert nichts daran, dass das Straftaten und Gewalttäter sind.
ja, und Straftäter. Das ändert nichts daran. Aber wenn man guckt, wie kann man das besser machen? Wie kann ein Staat darauf reagieren? Wie können wir sowas vielleicht in Zukunft verhindern? Dann ist es wichtig zu unterscheiden, wer ist da hingegangen und aus welchen Motiven. Ja, ganz genau. Und ein Punkt noch, Jan Oelbermann, den glaube ich kennst du persönlich, kann das sein? Also ich bin mit dem nicht befreundet, aber das ist ein relativ bekannter Strafverteidiger aus Berlin, den ich beruflich schon öfter getroffen habe. Okay, gut, aber den gibt es sozusagen und der hat getwittert, er sei halt 3 Tage jetzt in der Gefangenensammelstelle gewesen und er kann sozusagen dieses Bild bestätigen, dass es halt häufig nicht, sagen wir mal, im Kern politisch motivierte Leute sind, sondern einfach westdeutsche Studenten, bürgerliches Milieu, nix Linksradikale. So, ne? Also sagt der Anwalt, der dort die Gefangenen, die Polizei gemacht hat, betreut hat. Und das deckt sich ja auch, Philipp, mit einem Prozess, den du mal, glaube ich, beobachtet hast in Berlin. Ne? Da gab es immer so einen Prozess und so einen Mollywurf auf den 1. Mai. Genau, also ich war bei diversen Prozessen von Leuten gegen Leute, die halt im Rahmen des 1. Mai dann festgenommen und angeklagt wurden. Und also wirklich, also da bleiben... Ja, also es bleiben Straftaten, das ist überhaupt keine Frage. Aber die Leute, die da dann angeklagt wurden, das waren zum Teil wirklich arme, arme Leute. Die waren einfach, hatten kein soziales Netzwerk. Die wurden dann gefragt, wen sie anrufen sollen, damit sie ihnen die Zahnbürste in den Knast bringen. Die konnten nicht mal eine Nummer nennen, wer das denn tun könnte, um ihnen Klamotten zu bringen. Da war klar, das sind einfach völlig entwurzelte Existenzen, die... ja, da keinen Job haben, kein soziales Netzwerk haben, das waren so 2, 3 Fälle. Und ja, die sind dann halt beim 1. Mai, lassen sich volllaufen und werfen Mollys und Steine auf Polizisten. Das macht die Tat nicht besser. Ja, es ist eine menschenverachtende Gewalttat, sowas zu tun. Aber bei der Analyse, wie man damit umgeht, finde ich, hilft das. Ja, also ich glaube, das ist die zentrale Erkenntnis, Philipp, dass man jetzt eben da nicht zu irgendwelchen Schnellschüssen neigt. Ne? Das ist, glaube ich, auch das zentrale Problem der politischen Debatte, dass jetzt gesagt wird, Linksradikale, jetzt müssen wir irgendwas gegen Linksextreme tun. Heiko Maas, immer gut für eine knackige Headline, hat schon gefordert, wir brauchen vielleicht Rock gegen Links. Ja, also irgendwelche großen Rockkonzerte gegen Linksradikale. Gab es natürlich schon von Neonazis, klar. Ne? Muss man auch wissen. Also mag ja alles sein, dass man schon mal wieder ein Rockkonzert organisieren sollte, aber jedenfalls sind die Hamburger Krawalle nicht dadurch entstanden, dass es so eine Art Untergrundarmee von Linksradikalen gab, die jetzt irgendwie die Schanze erobert hat. Ne? Das ist die Frage. Also ich meine, ich denke, was man ja nicht abstreiten kann, ist, dass diese Krawalle extrem gut organisiert waren. War das so, Philipp? War das dein Eindruck? Ich glaube ja. Also das, was ich so gelesen habe, dass es eine arbeitsteilige Krawallorganisation gab. Die einen haben die Pflastersteine rausgeholt, die anderen haben sie irgendwie wohin gebracht, die Dritten waren für die Barrikaden zuständig. Also so und auch diese ganze Koordination. Also nach dem, was ich so gelesen habe, war das jetzt nicht nur da ist ja G20-Treffen in Hamburg, lass mal hinfahren. Sondern, nein, das natürlich nicht. Nicht, ne? Also das war schon auch von langer Hand geplant. Und ich glaube, viele waren auch wild entschlossen da, wie ich das beschrieben habe, sozusagen den Umsturz zu proben und dem Staat, sagen wir mal, die Zähne zu zeigen und die Revolution anzuzetteln mit Gewalt. Das, glaube ich, war schon so und deswegen, ich will die nicht kleinreden, weil ohne die, weißt du, wäre es, glaube ich, nicht entstanden, meine Theorie. Das stimmt, ja. Das sagte ja auch Sven Becker. Wie gesagt, man muss immer sagen, wir beiden Hübschen beobachten das jetzt alles aus der Ferne und letztlich durch die Brille der Presseberichterstattung. Da gab es natürlich enorm viel zu lesen in den letzten Tagen. Und ich denke auch, da kommt man überhaupt nicht drum herum, dass es da den einen oder anderen und vielleicht auch gut organisierten Linksradikalen gab, der quasi zum Kristallisationskern oder Gruppen von Linksradikalen, die zum Kristallisationskern dieser Proteste wurden. Auf der anderen Seite eben greift es zu kurz zu sagen, wenn wir die jetzt irgendwie platt machen, in Anführungsstrichen, wie immer das gehen mag, dann haben wir das Problem gelöst. Ne? Das würde, glaube ich, am Problem eher vorbeigehen. Können wir gleich nochmal gucken. So, jetzt jedenfalls, ich denke, damit haben wir so ein bisschen dieses soziale Gefüge da beschrieben, was da noch am Start war und die Motive. Also diese Machtgefühl, dieses Selbst-sich-Fühlen in der Anarchie und den Reiz der Grenzübertretung der vermeintlich straffreien oder straflosen.
Was man noch erwähnen muss, glaube ich, wo wir jetzt so quasi zum Ende kommen mit unserem Faktenteil, was ist eigentlich passiert, das sind die enorm schlechten Arbeitsbedingungen für die Polizei. Das war etwas, was mich persönlich total, ehrlich gesagt, bewegt hat, wenn man so mal die O-Töne sich anschaut von Polizeibeamten im Einsatz, wenn man auch mal sich die Fotos anguckt, wo da irgendwelche Polizeibeamten in voller Schutzkleidung in Hausfluren schlafen müssen, letztlich in, also vom optischen Eindruck her wie die Penner, weil die Einsatzleitung ist irgendwie nicht auf die Reihe bekommen hat, für die Pausenräume zur Verfügung zu stellen. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, das geht halt wirklich auch überhaupt nicht. Ne? Also man beklagt so häufig, dass die Polizei möglicherweise nicht immer ein, wie soll ich sagen, demonstrationsfreundliches Verhalten an den Tag legt. Auch dazu kommen wir gleich noch. Aber was man auch sagen muss, ist, dass es für die Beamten halt einfach auch ein außerordentlich furchtbarer Einsatz war. Ich habe gehört von 20 Stunden langen Schichten. Sie haben teilweise kein Essen bekommen, es gab keine Pausen, sie mussten ewig sinnlos rumstehen, sie mussten teilweise auch noch sinnlos in der Nacht Streife fahren, stundenlang, anstatt dass man ihnen wenigstens da mal eine Pause gönnt, obwohl gerade überhaupt nichts passiert ist. Und das große Problem ist, das ist natürlich für die Beamten furchtbar, das macht keinen Spaß, das steigert jetzt gerade nicht deren innere Bereitschaft, sagen wir mal, Demonstrationen als Ausdruck von Meinungsfreiheit positiv gegenüberzustehen. Ja, kann man sich vorstellen, wenn diese Einsätze furchtbar sind, dann sagt man vielleicht irgendwann, oh Gott, diese ganzen Demos sind doch als solches das Problem. Und noch viel schlimmer, es gibt eine ganze Reihe von psychologischen Studien, dass diese schlechten Einsatzbedingungen eben auch die Aggressivität steigern. Ne? Und das ist ja natürlich genau das Problem. Wir wollen ja eigentlich, dass die Polizei Gewalt so wenig wie möglich einsetzt und wenn, dann nur verhältnismäßig und wenn, dann nur, wenn es wirklich nicht anders geht. Das wollen wir. Aber das setzt eine große Professionalität voraus und das setzt auch einfach, soweit das überhaupt geht, in so einer Straßenschlachtsituation sowas wie eine innere Gelassenheit voraus. Und so schlechte Einsatzbedingungen, zu wenig Schlaf, Hunger, keine Pause und so, all das steigert natürlich die Aggressivität der Einsatzkräfte und da kann man sich vorstellen, dass die ein oder andere Grenzüberschreitung, die es gegeben hat, dazu, wie gesagt, kommen wir noch, ganz sicher mitverursacht wird durch die schlechte Organisation. Ja, und man muss sich das mal vorstellen, diese Leute wurden mit Zwillen beschossen. Ja, und die haben, diese Zwillen sind durch deren Kleidung durchgegangen und haben Fleischwunden hinterlassen. Die wurden mit Steinen beworfen. Also ich weiß nicht, wirklich, deswegen ist der Augenschein, finde ich, selten so wichtig wie bei solchen Ereignissen. Es macht einen Riesenunterschied, wenn man da wirklich mal gestanden hat und gesehen hat, wie Menschen Steine auf Polizisten werfen und wie das ist selber, wenn da Steine rumfliegen und Flaschen rumfliegen. Das ist extrem bedrohlich. So, ja, und überall brennt's und alle sind gegen dich und hassen dich und wollen dich im Zweifel umbringen. So ist das Gefühl. Also, das mal so aus Perspektive der Polizei. Wenn wir die kritisieren, würde ich sagen, ist das in der Regel, geht es nicht gegen die einzelnen Beamten, sondern es geht gegen die politische und vor allem gegen die Polizeiführung, wie dieser Einsatz vorbereitet wurde, wie er durchgeführt wurde und wie er abgewickelt wurde. Ja, das ändert natürlich nichts daran, dass man das kritisieren muss, wenn einzelne Beamte über die Stränge schlagen, aber dann eben auch nicht, weil wir jetzt irgendwas gegen die hätten, ganz im Gegenteil, sondern meine Sicht auf diese Situation ist immer so quasi die Sicht der staatlichen Gemeinschaft. Ne? Was kann man besser machen, damit unsere Polizei möglichst professionell agiert? Und ich glaube, diese schlechten Bedingungen jedenfalls, denen da die Polizeikräfte ausgesetzt waren, die sind ein Thema, über das man unbedingt weiter reden muss, sofern das denn gewollt ist. Nicht? Also da gibt's natürlich jetzt auch die Verschwörungstheorien, weil das eben die Aggressivität steigert, dass einige Leute in der Polizeiführung das vielleicht auch ganz gut finden. Ich kann das nicht beurteilen, ich kann nur hoffen, dass es nicht so ist. Und ich kann an dieser Stelle quasi nur aus der Situation des Beobachters sagen, dass ich das unerträglich finde, wenn die Leute da für unseren Staat den Kopf hinhalten, wenn die so mies behandelt werden, finde ich ganz schlimm. Gut, kommen wir mal zur, wenn wir schon dabei sind, zur Kritik an der Polizei. Ich kopiere das mal hier einmal ein bisschen runter, weil dann können wir das... Ja, passt es besser von der Logik her. Passt es besser von der Logik her. So, man muss noch dazu sagen, das vielleicht hat Olaf Scholz gerade getan, hat sich entschuldigt. Ja, also er habe vor dem G20-Gipfel zugesichert, die öffentliche Sicherheit aufrechtzuerhalten. Das sei ihm nicht komplett gelungen, hat er gesagt in der Hamburger Bürgerschaft. Zitat, dafür, dass das geschehen ist, bitte ich die Hamburgerinnen und Hamburger um Entschuldigung. So, das vielleicht noch der Vollständigkeit halber erstmal. Ja, das ist jetzt der Reaktionenteil schon, ne? Das ist der Reaktionenteil. Rainer Wendt hast du ja schon erwähnt. Ja. Aus der Koalition. Deswegen würde ich sagen, lass uns mal mit der Kritik an der Polizei weitermachen. Okay. Dann, da geht es zunächst mal um den Punkt, gerade bei der Räumung der Demo am Donnerstag.
Da hatten wir schon erwähnt, dass die Art und Weise, wie da versucht wurde, den schwarzen Block zu trennen vom Rest der Demo, einfach offensichtlich ungeschickt war, weil es eine Situation war, wo man die Demo in dem Sinne gar nicht auflösen konnte, weil die Leute nicht weg konnten. Und da habe ich sehr viele Reaktionen gelesen, auch von Menschen, die ich selber kenne, die da waren, die also mit Gewalt wirklich gar nichts am Hut haben, dass sie sagten, das kam ihnen nach einer völlig sinnfreien Gewaltorgie vor. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Ne? Das haben wir eben schon angedeutet, wir wollen, dass die Polizei Gewalt nur dann einsetzt, wenn es wirklich nicht anders geht. Und das ist jetzt nicht nur irgendwie so meine persönliche Sicht der Dinge, sondern das ist ja letztlich auch eine rechtliche Anforderung. Nicht? Also natürlich darf die Polizei in bestimmten Situationen unmittelbaren Zwang, wie das dann so schön heißt, einsetzen, von Wasserwerfern bis zum Schlagstock, aber eben nur, wenn es tatsächlich nicht anders geht, unter Beachtung der Verhältnismäßigkeit und bitte mit einem konkreten Ziel. Und da gibt es doch erhebliche Zweifel, ob das immer so geklappt hat. Ja, also ich denke, die Polizei stand natürlich vor einer schwierigen Herausforderung. Ne? Die mussten erstmal diesen Gipfel schützen. Die mussten diese Leute schützen. Die sind ja zum Teil mit 300 Leuten angerückt, diese einzelnen Delegationen, ne? Aus Saudi-Arabien und USA. Das waren ja riesige Delegationen. Mussten sie in der Messe. So, die mussten sie zum einen schützen. Dann mussten sie eigentlich dafür sorgen, ja, dass friedliche Demonstranten das Recht auf eine friedliche Demonstration haben. Und zwar, dass ihnen das nicht so, ja, okay, demonstriert mal friedlich, sondern auch die Leute mussten geschützt werden, ihnen musste der Raum eingeräumt werden und sie hätten dafür sorgen müssen, dass das reibungslos und frei klappt, dieses Recht auszuüben. Und sie mussten sich was überlegen, wie sie quasi Straftäter, Chaoten, Hooligans in Schach halten. So, das waren die drei, ohne eine dieser beiden anderen Aufgaben zu vernachlässigen. Und viel davon hat nicht geklappt. Und das muss man so sagen, ja. Das muss man einfach so sagen. Diese friedlichen Demonstrationen, okay, die sind so einigermaßen friedlich dann auch über die Bühne gegangen, aber diese eine Demonstration, Welcome to Hell, das ist genau der Punkt, wo ihnen absolut das Fingerspitzengefühl, finde ich, gefehlt hat. Und wieder der Vergleich zu Berlin. In Berlin beim 1. Mai gibt es solche Provokationen am laufenden Band. Ja, da wird dann irgendwie die Polizei angepöbelt und wird sich vermummt etc. Und wenn dann aber sich einige entmummen, ja, hätte man als Polizei eigentlich sagen müssen, okay, wir lassen das erstmal laufen. Genau, und da muss man halt sagen, das hat vielleicht noch nicht jeder mitbekommen, das haben wir oben im Faktenteil auch noch nicht ausdrücklich erwähnt. Wie gesagt, es gab da einen Block von schwarz gekleideten Menschen, 700 bis 1000 sind so die Schätzungen, die ich gelesen habe. Einige von denen haben sich vermummt und dann hat die Polizei natürlich gesagt, Vermummung muss abgenommen werden. Und dann haben das die meisten auch gemacht. Ja, so schildern es jedenfalls zum Beispiel Leute vom NDR, die da vor Ort waren. Dann haben die das gemacht. Also es gab überall wohl noch den einen oder anderen, der vermummt war, aber die meisten haben die Vermummung abgenommen. Ich meine, mal ganz ehrlich, viel mehr Deeskalation kann man von solchen Demo-Teilnehmern ja echt nicht verlangen. Und da hätte man wohl als Polizei sagen müssen, na gut, dann laufen wir sie jedenfalls erstmal auf. Lassen wir sie erstmal laufen. Denn, und das ist ja, das muss man ja auch wissen. Also, da hat es jetzt auch diverse Interviews und Äußerungen von Polizeiforschern, von Dozenten von Polizeihochschulen gegeben, die alle gesagt haben, harte Linie führt zur Eskalation. So. Es funktioniert einfach nicht. Und wenn dein Ziel ist, Gewalt im Idealfall komplett zu unterbinden, aber zumindest zu minimieren, ja, dann ist das natürlich eine echt komplizierte Nummer. Ja, aber die Berliner Polizei im 1. Mai, das ist natürlich ein anderer Kontext, das ist kleiner, das ist anders aufgeladen etc. Ja, aber die haben es geschafft durch so mal so deeskalierende Maßnahmen. Nicht alle haben sofort einen Helm auf, ja, sondern halten sich erstmal ohne Helm am Rande, sondern und lassen sich nicht provozieren. Natürlich gibt's Provokationen, weißt du, solche Autonomen, die sind darauf aus, Gewalt auszuüben. Und das ist natürlich einfacher, wenn der Staat so reagiert, wie sie es ihm unterstellen, nämlich mit sinnloser Gewalt. Ja? Und das wissen die aber vorher. Das ist alles erforscht. Und du musst irgendwie als Polizei eine Strategie haben, was machen wir mit solchen Provokationen, die kommen werden. Ja? Und wie können wir als Polizei vorher möglichst deeskalierend wirken? Und da muss man auf friedliche Demonstranten zugehen. Da muss man diesen friedlichen Demonstranten das Gefühl geben, wir sind auf eurer Seite. Ja, wir helfen euch hier, eure friedliche Demonstration auszuüben. Und und dann gibt es die Gewalttäter und da wissen die, werden provozieren, aber wir lassen uns nicht auf jede Provokation ein. Und dieses wir vermummen uns und entmummen uns nicht komplett, ist so eine Provokation. Und ich glaube, da darfst du nicht einfach draufhauen. Ja, denn dann hast du diese Eskalation. So, damit ging es zumindest los.
Ja, und da muss man halt sehen, da gab es eben auch eine ganze Reihe von gewalttätigen Übergriffen gegen Menschen, die gerade nicht zum Schwarzen Block gehörten, gegenüber Menschen, die auch nicht vermummt waren und sogar gegenüber einigen Journalisten, die dann hinterher, sogar der, wir haben ja letztes Mal in der Folge schon kurz erwähnt, dieser berühmte Chefreporter der Bild-Zeitung, der jetzt ziemlich viel rumgereicht wurde, weil er sich sehr deutlich und kritisch gegenüber der Polizei geäußert hat, der hat eben auch gesagt, das kann doch nicht sein, dass hier diejenigen, die über die Demonstration berichten wollen, ihrerseits verprügelt werden. Vielleicht dazu noch ein Hinweis, den wir in unserem Blog hatten, da gab es die eine oder andere Reaktion, wo die Leute gesagt haben, wir wollen doch eine Polizei, die sich quasi nicht die Butter vom Brot nehmen will, da muss mit harter Hand durchgegriffen werden, da die Polizei war noch viel zu lasch. Und ich finde das interessant, weil das psychologisch ja so ein bisschen so diese Law-and-Order-Idee ist, ne? Dass man denkt, wenn man nur hart genug durchgreift, dann kann man die Situation immer in den Griff kriegen. Und deswegen finde ich das so wichtig, Philipp, dass du das eben schon angeschnitten hast. Das stimmt eben einfach nicht? Also auch die Polizeiwissenschaft ist da im Grunde längst weiter und weiß, mit einer Linie von erbarmungsloser Härte gegenüber jeder Provokation erreicht man das genaue Gegenteil. Und das ist ja auch das, was dann eben am Donnerstagabend eingetreten ist. Darauf, nachdem man die Demo aufgelöst hat, herrschte ein Wahnsinnsfrust. Wie gesagt, viele Leute aus dem nicht schwarzen Block, aus dem friedlichen Teil der Demo, hatten so das Gefühl, oh Gott, die Polizei stand hier wirklich auf der falschen Seite. Das hatte doch mit Rechtsstaat nichts mehr zu tun. Und das ist ein Klima, ein gesellschaftliches Klima, in dem die Polizei nicht arbeiten kann. Nicht? Die Polizei ist darauf angewiesen, dass sie wahrgenommen wird, und zwar möglichst von allen, die jetzt nicht völlig extremistisch drauf sind, als Hüterin des Rechtsstaats. Und wenn sich die Polizei so quasi jedenfalls punktuell durch einzelnes Fehlverhalten auf die falsche Seite stellt, dann ist das fatal. Und es ist außerdem auch dumm. Es ist außerdem auch dumm, denn du siehst ja, wozu das führt, wenn du die Autonomen über die ganze Stadt verteilst. Anstatt die einfach in einer Route marschieren zu lassen, haben sie durch dieses Auflösen der Demo über die ganze Stadt verteilt. Und ja, wie gesagt, der weitere Verlauf ist bekannt. So, und das nochmal, das wurde uns in den Kommentaren auch vorgeworfen. Wir relativieren nicht und reden nicht klein die Straftaten, die da begangen wurden. Autos anzünden, diese Anarchie, die da angerichtet wurde. Nur, ich glaube, hier geht es doch um die Frage, hier sind zwei Gruppen. Das sind die Gewalttäter und das ist die Polizei. Und wir müssen uns doch fragen, wer ist letztlich, wer sitzt eigentlich, von wem können wir eigentlich mehr erwarten? Ja. Und wer ist letztlich eigentlich am längeren Hebel und hat mehr Optionen? Und das ist der Staat. Ja. Die Gewalttäter, die gibt es so und die werden wir auch nie loswerden. Die Frage ist, wo haben wir Einfluss drauf? Wer ist eigentlich auf unserer Seite? Wer ist eigentlich unsere Polizei? Ja, und es ist unsere Polizei und deswegen müssen wir darüber reden, wie die auf solche Leute reagieren können. Und sie haben einfach mehr Möglichkeiten darauf zu reagieren, als sie das in Hamburg getan haben. So. Ja. Und da gibt's wirklich, die haben sich gegen wissenschaftliche Erkenntnisse verhalten. Und so, Punkt, weiter. Und sie haben an der einen Stelle zu schnell eingegriffen und an der anderen Stelle halt nicht eingegriffen. Und das, denke ich, ist auch in Berlin klar geworden. Die lassen sich nicht provozieren. Aber wenn eine bestimmte Grenze, die man sich vorher überlegt hat, überschritten wird, ja, dann haben sie in der Regel sehr entschieden die Leute da rausgeholt. Und zwar nur die Leute, die Ärger gemacht haben. In der Regel. Ich vereinfache jetzt ein bisschen. Aber wenn man sich die Linie von den 80er Jahren bis jetzt in die 2000er anguckt, dann ist das in Berlin friedlicher geworden. Und das haben sie in Hamburg nicht getan. Als am Freitagabend quasi die Schanze brannte, ja, sind die zwei, drei Stunden da gar nicht eingerückt. Da war niemand. Und als die ganzen Autos angezündet wurden an der Elbchaussee, war niemand zu sehen. Ja, da wäre Eingreifen richtig gewesen. Warum haben sie es nicht getan? Sie haben es damit gerechtfertigt, dass sich auf einem Haus Leute verschanzt hatten und quasi einen Hinterhalt geplant hatten und mit Zwillen und Molotow-Cocktails von da oben geschossen haben und deswegen die Beamten nicht in Gefahr gebracht werden durften, bevor dieses Dach nicht geräumt war. Ja, wenn man nicht weiß, dass es noch 6, 7 andere Zugänge zum Schulterblatt gibt, die man auch hätte beschreiten können. Ja, also da wiederum würde ich sagen, war die Polizei zu abwesend. Ja, und da wäre jedes Einschreiten gerechtfertigt gewesen, in Klammern jedes Einschreiten. Aber da wäre
Präsenz gefordert gewesen. Jedenfalls ein deutlicheres. Wo wir das jetzt gerade so stark machen mit der Deeskalation und weil das vielen Hörerinnen und Hörern ausweislich unseres Blogs ganz wichtig war, würde ich da wirklich nochmal ein kleines Zitat bringen. Und zwar das ist ein Leserbrief aus der Süddeutschen Zeitung von Professor Hans Alberts. Das ist ein Professor an der Hochschule der Polizei in Münster oder gewesen. Das ließ sich nicht so ganz kurz klären. Und jedenfalls schrieb er, das ist wirklich, wirklich lesenswert, unter der Überschrift „Das Amt verändert die Menschen" hat die Süddeutsche folgenden Auszug abgedruckt. Was man anmerken muss, vielleicht vorwerfen, ist, dass ihre Position, das ist also jetzt die Position der Polizei, und Handlungen nicht dem Erkenntnisstand in der Polizeiwissenschaft entsprechen. Jahrelang haben wir an der Hochschule der Polizei in Münster Versammlungsszenarien durchgespielt und immer wieder festgestellt, dass eine harte Linie nur zur Eskalation führt und es dann eine seltsame Achse zwischen den Hardlinern der Polizei und den gewaltbereiten Chaoten gibt. Die Entwicklungen in Hamburg bestätigen dies, leider. Natürlich wurde an der Hochschule auch über Versammlungen berichtet mit über 100.000 Teilnehmern, die friedlich gestaltet werden konnten, weil man sich eben professionell auf eine maximale Friedlichkeit eingestellt hat. Auch bei diesen Demonstrationen gab es einen Anteil durchaus unfriedlicher Demonstranten. Und das ist das, was Philipp eben sagte. Es geht überhaupt nicht um eine Schuldzuweisung in dem Sinne, dass jetzt irgendwie die Polizei verantwortlich wäre für Krawalle. Das ist natürlich Unsinn. Verantwortlich ist zunächst mal immer der einzelne Straftäter. Aber gesellschaftlich, politisch muss doch die Frage immer sein, was hätte die Polizei besser machen können, damit es eben trotzdem möglichst keine Krawalle gab. Denn es gibt, das hat Philipp ja eben auch sehr schön angedeutet, es gibt eben Menschen, die gewaltbereit sind, aber ob die tatsächlich Gewalt ausüben, wie viel Gewalt die ausüben, wann und wo und wie, darauf hat der Staat einen Einfluss. Wie gesagt, das ist keine Frage der Schuld. Die Einzelnen bleiben verantwortlich für jede Straftat, die sie begehen. Aber die Polizei trägt durch ungeschicktes Verhalten, durch eskalierendes Verhalten dazu bei, dass so ein Gefühl entsteht, die Polizei steht auf der falschen Seite, die Polizei schützt nicht das Recht. Und das ist halt einfach wahnsinnig ungeschickt. Ja, deswegen nicht rechtswidrig, weiß ich nicht, aber jedenfalls war es sehr ungeschickt, wie sie sich vor allem am Donnerstag verhalten haben. Und nochmals, das rechtfertigt keine Krawalle. Aber es war sicherlich ein kausaler Beitrag und da muss man einfach als Gesellschaft sagen, das können wir besser. Da ist die Polizeiwissenschaft weiter. Ja. Und wenn nämlich diese Straftäter das Gefühl haben, ein ganzes Viertel ist gegen sie, ja, weil die Polizei die Häuser beispielsweise schützt, weil die Bewohner dieses Viertels das Gefühl haben, die Polizei ist auf ihrer Seite, ja, dann will ich nicht sagen, dass das dann alles aufhört. Aber es ist ein deutlich anderes Klima. Ja, in so einem Viertel, wenn, das hat man auch beim 1. Mai gemerkt, wenn die Leute das Gefühl haben und sich von ihren eigenen Leuten Rufe anhören müssen, hört auf, Scheiß, Steine schmeißen, das ist einfach, das hat Einfluss. Ja, und auf 2-3 Leute, die hören dann eben auf, Steine zu werfen. So, ja, und wenn du das als Polizei nicht hinkriegst, dann hast du einen Fehler gemacht. Ja, noch vielleicht ein zweites kurzes Zitat von einem Journalisten, das auch sehr lesenswert war, fand ich. Kommentar von André Resin auf dem Panorama-Blog, das ist also das Blog vom Norddeutschen Rundfunk, der schreibt so schön unter der Überschrift „Eskalation statt Gewaltfreiheit": Deeskalation ist kein Konzept von Spinnern und Hippies, sondern das Ergebnis einer Konfliktforschung, die versucht, das Prinzip der Gewaltfreiheit auch zur Eingrenzung von Gewalt einzusetzen. In der letzten Woche wurde dagegen von allen Seiten auf Eskalation gesetzt. Zunächst von der Polizeiführung, die ihre harte Hamburger Linie mit aller Macht durchdrückte und dabei keineswegs immer die Richtigen erwischte, dafür aber in entscheidenden Momenten zahlreiche Bürger nicht schützen konnte. Und dann natürlich auch von den Autonomen, die Gewalt als legitimes politisches Mittel betrachteten und rücksichtslos einsetzten, wobei die vermeintliche oder tatsächliche Repression durch die Exekutive nur als Vorwand und Legitimation der eigenen Gewaltausübung dient. Ich denke, das ist eine sehr differenzierte Sicht der Dinge von dem Herrn Resin und vielleicht so viel zu diesem Thema. Ja, vielleicht noch ein finde ich, sag mal, auch was da schon so ein bisschen reinpasst, sind diese Berichte darüber, dass Journalisten die Akkreditierung entzogen wurden. Ach so, ja, stimmt. Pressefreiheit, das ist ein neues Thema. Das ist ein neues Thema, aber das kommt da auch mit rein. Weil da fragt sich dann schon jeder, was machen die da? Ja, also wenn ich als Bürger da bin und sehe, was die Polizei da macht und sehe dieses flammende Inferno, was da
erstmal geduldet wird. Und diese brennenden Autos, wo kein Polizist zu sehen ist. Und dann höre, die haben irgendwie offensichtlich nichts Besseres zu tun, als reihenweise Journalisten ihre G20-Akkreditierung zu entziehen. Und es gehen Listen rum, wie die ARD berichtet, mit Namen von Journalisten, denen dann irgendwie die Akkreditierung abgezogen wird. Ja. Frage ich mich, wieso, was, wie, also auf der Metaebene klar, also Pressefreiheit geht das gar nicht, aber auch als strategisch, aus einer strategischen Erwägung, auf welcher Seite stehst du denn jetzt? Ja, so, das macht einfach einen ganz schlechten Eindruck. Also um das vielleicht noch ein bisschen zu erläutern, denn das hatten wir im Faktenblock ja noch nicht geschildert, weil das eher so zur Überschrift Kritik gehört. Es gab für den G20-Gipfel sogenannte Presseakkreditierung. Das heißt also, wer darüber berichten wollte und Zutritt zum Medienzentrum haben wollte, musste sich vorher anmelden. Man nennt es Akkreditierung. Und da sind auch sehr viele Journalisten akkreditiert worden, mehrere hundert. 32 davon sind allerdings später durch eine Art Sicherheitscheck gefallen. Das heißt also, die einmal Akkreditierten wurden dann nochmal vom Bundeskriminalamt in Zusammenarbeit mit anderen Sicherheitsbehörden gecheckt. Und was üblich ist bei sowas, ne? Also als Einschub, wenn man sich für sowas akkreditieren will, wo ranghohe Politiker, Staatsoberhäupter etc. zugegen sind, dann gibt es immer so einen Background-Check. Ja. Ja. Von Geheimdiensten und Polizei. Ja. Genau. Und hier war es allerdings so, dass durch diesen Sicherheitscheck 32 Journalisten durchgefallen sind. 23 von denen sind gar nicht erst gekommen, aber 9 wurden tatsächlich dann am Eingang zum Pressezentrum abgewiesen. So. Und zwar ohne Angabe von Gründen. Da wurde halt nur gesagt, sie sind durch den Sicherheitscheck gefallen. Dabei waren das teilweise Leute, die für bekannte deutsche Medien gearbeitet haben. Also einer für den NDR, einer für den Spiegel. Niemand weiß so richtig, was da genau der Hintergrund ist. Also das ist das eine große Problem. Dieser Sicherheitscheck ist letztlich total undurchsichtig und wir wissen nicht, was die Gründe waren. Einige von denen hatten mal Probleme mit türkischen Sicherheitskräften, weil sie da wohl an einer Schulung für oppositionelle Journalisten teilgenommen haben. Wir wissen nicht, ob das tatsächlich der ausschlaggebende Grund war. Ich habe aber persönlich einen Freund, der auch mal aus der Türkei rausgeflogen ist, weil er oppositionelle Journalisten geholfen hat, wie man mit Verschlüsselungstechnik umgeht, ja, PGP und Krypto-Messenger und so. Dafür ist er aus der Türkei rausgeflogen und der hatte dann in der Folge Probleme, in die USA einzureisen. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Nur weil die Türkei als repressives Regime Leute, Journalisten verfolgen, die kritisch berichten und auch ausländische Journalisten verfolgen, die den einheimischen Dissidenten helfen, ja, und die dann auf die Liste setzen. Nur deswegen hätte dieser Freund von mir beinahe nicht in die USA einreisen können. Es wurde dann gelöst, das Problem, aber das war nicht so ganz einfach, musste über diplomatische Kanäle interveniert werden. Das heißt also, diese Sicherheitslisten sind total obskur. Ich finde das grundsätzliche Bedürfnis sinnvoll, zu schauen, wen lassen wir denn da in unser Medienzentrum, aber man muss sich dann schon fragen, kann das denn wirklich sein, dass die Geheimdienste autoritärer Regimes darüber definieren, wer in Deutschland als Journalist arbeiten kann? Das finde ich persönlich bedenklich. Das ist das eine, also quasi das ist jetzt die Perspektive der Pressefreiheit. Zum Zweiten fragt man sich, ist das tatsächlich verhältnismäßig? Ja, also das ist ja immer dasselbe. Der Staat darf nicht nur irgendwas machen, was vielleicht sinnvoll und nützlich ist, Klammer auf, gefährliche Journalisten nicht zulassen, sondern er muss das auch auf eine Weise tun, die deren Freiheitsrechte möglichst gering beeinträchtigt. Und da kann man sich die Frage stellen, ob denn nicht so ein Durchfallen beim Sicherheitscheck gleich dazu führen muss, dass der Akkreditierung komplett entzogen wird. Kann man dann die Leute nicht zum Beispiel auch einfach mal durchsuchen und sagen, hey, bei Ihnen sind wir uns nicht ganz so sicher, wir schauen uns jetzt mal an, was Sie da in Ihrem Rucksack haben. Das wäre aus meiner Sicht eine mildere Maßnahme gegenüber dem Entzug der Akkreditierung, denn das kommt ja jedenfalls für den G20 einem kompletten Berufsverbot gleich. Ne? Das heißt, diese 9, die da abgewiesen wurden, konnten schlicht nicht vom G20 berichten. Ja, zumindest müsste man ihnen die Gründe nennen. Warum konkret sie da nicht reinkommen. Das finde ich wäre das Mindeste. So, ne? Klar. Ja. Philipp? Okay. Ja? Ja? Genau. Und, ja. Wenn das jetzt, das ist die Perspektive Pressefreiheit, was jetzt außerdem hochkocht in Deutschland, insbesondere mit Statements vom ehemaligen Bundesdatenschutzbeauftragten Peter Schaar, aber auch vom Hamburger Datenschutzbeauftragten Johannes Kaspar, das ist die datenschutzrechtliche Frage. Denn so eine Liste ist natürlich, enthält natürlich ausgesprochen heikle personenbezogene Daten. Wenn du auf einer schwarzen Liste stehst von Journalisten, die nicht zum G20 können,
dann hat das als Journalist für dich natürlich massive Konsequenzen. Das heißt, diese Daten sollten eigentlich gut geschützt sein. Was aber konkret passiert im Pressezentrum, ist, dass diese Liste ausgedruckt wurde mit den Namen der quasi nicht erwünschten Personen, vielfach kopiert, und da liefen also reihenweise Polizeibeamte mit diesen Listen rum und haben die auch in keiner Weise geschützt. Die wurden so offen vor sich hergetragen, dass ein Kamerateam der ARD diese Listen sogar abfilmen konnte. Ja, die haben fehlte das nur noch, dass sie das durchsagen, sozusagen. Ne? Ja, oder eine Website. Ja, folgende Personen dürfen nicht zum G20. Oder so, ne? Also das war wirklich aus der Perspektive des Datenschutzes ein großes Problem. Und die Datenschutzbeauftragten sagen halt auch, es braucht überhaupt eine rechtliche Grundlage für sowas. Du kannst nicht einfach freischöpfend schwarze Listen anlegen. Damit werden sehr heikle personenbezogene Daten verarbeitet. Und dazu bedürfte es eigentlich einer rechtlichen Grundlage und zumindest sinnvoller datenschützender Vorschriften. Wie zum Beispiel, dass diese Listen gut geschützt werden und sie nicht jeder einsehen und abfilmen kann. Also das ist... ja, sehr problematisch, denke ich, was da gelaufen ist. So, was machen wir denn jetzt damit? Was ist letzter Punkt, Pressefreiheit, haben wir das schon? Achso, ja, diesen Bild-Chefreporter haben wir schon erwähnt. Ja, ne? Der hat so ein paar Tweets noch abgesetzt, die vielleicht einfach deutlich machen, wo aus der Perspektive der Pressefreiheit vielleicht an der Front Dinge nicht so richtig klasse gelaufen sind. Wie gesagt, ich zitiere jetzt einfach mal diese Tweets einfach nur so als Schlaglichter. Er sagte zum Beispiel zu diesem Stichwort Freitagabend, Räumung der Schanze, bayerische Einsatzkräfte drehen am Rande der Schanzenräumung komplett durch, greifen Unbeteiligte und Reporter gezielt an. Ja. Dann zitiert er einen Polizisten mit den Worten, mit Pressefreiheit ist jetzt Schluss. Oder ein dritter Tweet, Polizisten greifen an Schanze gezielt Journalisten an, Doppelpunkt, Anführungsstriche. Ab jetzt gibt es keine Pressefreiheit mehr, hau ab oder ins Krankenhaus. Ja. Und das ist jetzt nicht irgendwie die Antifa, die sowas getwittert hat, oder die anarchische Linke, sondern das war der Chefreporter der Bild-Zeitung. Also, wie gesagt, wir haben eben schon gesagt, die Einsatzbedingungen für die Polizei waren miserabel, aber mir scheint es auch so zu sein, dass da doch gerade gegenüber der Presse teilweise extrem hart durchgegriffen wurde, und da wird man sicherlich beim Stichwort innere Führung noch eine Menge machen müssen. Also ich finde, das kann wirklich gar nicht gehen. Ja, das war ja auch so in einigen Bewertungen von so Hochschullehrern, glaube ich, war es nicht sogar den aus dem Leserbericht, den du zitierst hast, wo die Frage gestellt würde, welche Folgen eigentlich diese Regentschaft von Roland Schill als Hamburger Innensenator hatte. Also derjenige, der dann, glaube ich, wegen Kokainmissbrauchs irgendwie unter anderem geschasst wurde und jetzt, glaube ich, in Brasilien lebt und Segelboote verschartert. Naja, das weiß ich nicht, aber Segelboote. Da gibt es ja dieses Video auf YouTube, wo Ronald Schill im brasilianischen Hotelzimmer beim Koksen erwischt wurde. Egal. Also das war sozusagen, das war so die Personalisierung von so harter Linie und durchgreifen und endlich mal rumrocken. Und da ist halt die Frage, inwieweit das noch Spuren hinterlassen hat, die bis heute nachwirken in der Hamburger Polizei. Aber die Frage ist jetzt, was machen wir denn jetzt damit? Also ich denke, wir haben diese wissenschaftlichen Erkenntnisse, wie Polizeien mit großen und auch gewaltbereiten Menschenmengen umgehen, angesprochen, die gibt es, die müssen einfach beherzigt werden. Die müssen einfach umgesetzt werden. Ob da jetzt Köpfe rollen müssen, weiß ich nicht. Mir scheint, Herr Dudde heißt der, glaube ich, ein Polizeieinsatzleiter in Hamburg. Ich glaube, der hat seinen Dienst getan, der sollte gehen. Also der sollte, der sollte auf jeden Fall gehen. Der dürfte allenfalls noch zuständig sein für den Einkauf von Büromaterial aus meiner Sicht. Auf jeden Fall. Also das Ding ist so gar keinen Fall mehr für Demo. Ja, ja. Das Ding ist so in die Hose gegangen und er zeigt auch keinerlei Einsicht und so. Ich finde, weiß nicht, ob Olaf Scholz jetzt gehen müsste, weiß ich nicht. Aber Herr Dudde sollte sowas nicht nochmal machen dürfen. Das ist, glaube ich, eine unbestrittene Sache. Bei dem Innenminister müsste man klären, oder Innensenator heißt er in Hamburg, wie sehr er jetzt genau in die Einsatztaktik eingebunden war. Politisch trägt natürlich der Innensenator die Verantwortung für die Eskalation. Und also ich persönlich kann mir das nicht vorstellen, dass Herr Dudde seine Politik der harten Hand, der massiven Eskalation, dass er die ohne Abstimmung mit seinem Chef durchgezogen hat. Das kann nicht ich mir sowas. Nicht vorstellen. Also das ist, nicht das bei sowas. Nicht, ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie just another 1. Mai-Demo oder so, sondern das ist das politische Event gewesen in Hamburg der letzten Jahre. Und waren alle eingeweiht. Ja. Da waren alle eingeweiht. Wie gesagt, bei Olaf Scholz bin ich mir nicht so sicher. Und ich finde, das geht auch einfach ein bisschen zu weit, jetzt zu sagen, jetzt muss gleich der Regierungschef zurücktreten, weil seine Innenleute Murks gemacht haben. Aber ich denke, beim Innensenator ist es eben so, dass es nicht nur um die politische Verantwortung gehen dürfte, sondern wohl auch um die inhaltliche Verantwortung. Und aus meiner Sicht ist
ist eine solche Pleite mit Ansage, ja, mit Ansage, wie gesagt, gegen die Erkenntnisse der Polizeiwissenschaft eigentlich ein Fall so massiven Versagens im Dienst. Ne? Das ist ja nicht nur irgendwie, er hat privat was falsch gemacht, sondern er hat seine Dienstpflichten massiv verletzt, indem er da zu dieser Eskalation beigetragen hat. Wir haben die Bilder gesehen aus Hamburg. Also klar, nochmals, das muss man immer dazu sagen, die Autonomen oder wer immer da oder die Gewalttouristen, wer da konkret Steine geworfen und Feuer gelegt hat, der ist natürlich verantwortlich, aber das entbindet eben die Polizei und die politische Führung der Polizei nicht von der Mitverantwortung für die Eskalation. Und da denke ich, da hat er einfach seinen Dienst so schlecht gemacht, dass er gehen sollte. Genau. Sollten solche Veranstaltungen in Stadtzentren stattfinden? Oder auf der grünen Wiese? Oder in New York? Ich frage mich, wie das habe ich eben schon angedeutet, ob es überhaupt ein sinnvolles Verhältnis hier gibt zwischen Aufwand und Ertrag, ja, ob man überhaupt dieses viele Geld ausgeben sollte für G20-Gipfel. Wenn aber, denke ich, sollte man sie so stattfinden lassen, dass der Aufwand für die Sicherheit möglichst gering gehalten werden kann. Und dazu sind abgelegene Orte aus meiner Sicht prinzipiell geeignet. Das Problem ist natürlich, dass dann Gegendemonstrationen in Sicht und Hörweite des Gipfels quasi nicht möglich sind. Das haben wir ja in Elmau gesehen, ne, wo die bayerischen Behörden auch dafür gesorgt haben, dass die Gegendemonstrationen weit ab stattfanden vom eigentlichen Gipfelort. Ja. Aber immerhin ist das auch in Heiligendamm. Ja, in Heiligendamm war es auch so. Ja. War es wirklich billiger? Das weiß ich nicht, aber ich habe jetzt die Zahlen nicht recherchiert, Philipp, kann ich nicht sagen. Ich würde fest davon ausgehen, aber ich weiß es nicht sicher. Ja. Genau, also ich würde auch denken, wenn man das so verteilt stattfinden lassen will in verschiedenen Metropolen der Welt, dann muss das anders aufgeteilt werden. Und tendenziell würde ich aber auch denken, warum nicht in New York bei der UNO? Ja. Also... Das genau, und dann eben vielleicht nicht mit diesem ganzen Gipfel-Tamtam drumherum und gerade und insbesondere nicht in diesem Format G7, G8 oder G20, sondern tatsächlich in UNO-Strukturen, eben auch nicht zuletzt aus der Hoffnung heraus, dass es dann weniger so harte und auch so wütende und gewaltbereite Kritik geben wird. Ja, ja, ansonsten, klar, ja, meine, was noch? Also inhaltlich... Ja, klar. Also man kann natürlich seine Politik verändern, eine ungerechtere Weltwirtschaft, bessere Einkommensverteilung, eine gerechte Struktur der Globalisierung initiieren. Das ist sicherlich gut und richtig, aber ich glaube nicht, dass es solche Gewaltexzesse verhindern wird. Dazu habe ich das Weltbild von den Leuten geschildert am Anfang. Reformen innerhalb kapitalistischer Staaten, die zu ein bisschen mehr Gerechtigkeit vielleicht führen, können die nicht befrieden und sind in deren Weltbild kein Ausweg. So, deswegen glaube ich nicht, dass das an der Gewaltbereitschaft, an dem Umsturzwillen sozusagen etwas ändern wird. Nee, ich glaube, man sollte da natürlich auch wieder differenzieren. Es gibt eben die einen, die quasi den Umsturz fordern, die glauben, dass das politisch die einzige Lösung sei. Und dann gibt es eben davon noch wieder eine Untergruppe, die dann auch noch meint, dazu direkt Gewalt ausüben zu müssen. Ne? Das ist ja auch nicht dasselbe. Man kann ja auch friedlich Kritik am Kapitalismus üben zum Beispiel, ne? Wenn man das denn meint. Entschuldigung, wollte ich nur unterbrechen. Nee, ich finde einfach generell spannend, sich jetzt ein bisschen mal anzuschauen, was die politischen Lehren sind. Natürlich haben wir eben schon gesagt, konzentriert sich jetzt die Kritik oder auch die politische Aufarbeitung auf die Gewaltexzesse. Und das ist als solches aus meiner Sicht schon ein Problem, weil die Kritik am G20 ja legitim ist. Das haben wir gerade schon angesprochen. Aber auch wenn man jetzt mal nur diese Gewalt als solche in den Blick nimmt, frage ich mich, ob die politische Reaktion, die man jetzt vor allem von der CDU, von der Rainer Wendt hört, aber auch von Teilen der SPD, dass man doch jetzt was gegen Linksextremismus machen müsse, ob das denn jetzt tatsächlich die Lösung des Problems ist. Wie gesagt, es gab zwar Linksextreme, die mitgemacht haben, die vielleicht auch angefangen haben, gerade auf der Schanze. Auf der anderen Seite frage ich mich, ob das jetzt wirklich die Lösung ist, denn es geht doch da um einzelne Schwachsinnsaktionen, aber ich persönlich sehe jetzt nicht so eine Art RAF 2.0 in Deutschland heranwachsen, die ständig irgendeine Art von linkem Terror verübt. Ich meine, wir haben solche Krawalle, soweit ich mich entsinnen kann, seit vielen Jahren nicht mehr erlebt, gerade auch eben nicht auf dem 1. Mai, der dafür jahrelang geradezu berüchtigt war. Insofern sehe ich nicht, dass wir da jetzt mit einmal ebenso gegen Links mobilisieren müssten wie gegen Rechtsextremismus. Und schlimmstenfalls werden ja sogar schon Vergleiche gezogen mit dem islamischen Terrorismus. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ist aus meiner Sicht dann wirklich die Sicherung durchgebrannt.
Denn es geht ja eben gerade nicht darum, systematisch Menschen umzubringen. Ne? Das ist Gewalt gegen Sachen ist immer noch Gewalt, immer noch zu verurteilen. Aber hier hat ja niemand Bomben geworfen. Also ich finde, da gehen doch die Bewertungen schon so ein bisschen durch die Decke. Ja, na gut. Ich meine, sie haben schon Molotow-Cocktails auf Polizisten geworfen und mit Zwillen auf sie geschossen und Steine geworfen und so. Also es ist jetzt nicht nur gegen Sachen die Gewalt. Aber mir scheint das auch etwas übertrieben, gerade was so die Häufigkeit und so die, sagt man, ja, so die Dimension der Gewalt angeht. Es kommt immer wieder bei solchen Events zu solchen Ausbrüchen, aber Hamburg war schon extrem. Ob man das jetzt mit rechter Gewalt vergleichen kann, ich glaube nicht. Ich habe den Eindruck, dass rechte Gewalt wesentlich, sagen wir mal, besser organisiert ist, sich wesentlich dauerhafter und gezielter auch gegen Menschen richtet. Ja, wenn du so diese Anschläge gegen Asylbewerber, Flüchtlingsheime, Geflüchtetenheime nimmst, auch gegen Antifa-Leute und so. Das scheint mir doch ein strukturelles Problem zu sein. Von der NSU will ich jetzt gar nicht reden. Dass das eine rechte Terrortruppe war, die 10 Menschen umgebracht hat. Also da... Wir hatten irgendwie circa 130 Brandanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte. Ja, ja. Das ist überhaupt nicht so zu vergleichen von der Kritik. Und das jetzt zu sagen, okay, ich glaube, der Verfassungsschutz geht in Deutschland aus, dass es irgendwie 28.000 Linksextreme gibt. Das habe ich irgendwo in der Neuen Zürcher Zeitung gelesen. Das kann ich noch mal kurz aufrufen. Aber so, wie gesagt, ja, diese Events mit dieser Gewalt sind ein Problem. Aber haben die so organisiert terroristische Züge? Also das war ja die ganze Zeit mein Punkt. Nicht? Natürlich gibt es einzelne Spinner, aber wir haben eben nicht flächendeckend quasi jede Woche irgendwelche linksextremen Brandanschläge auf in Anführungsstrichen Repräsentationszentren des Systems. Ja? Wir haben zwar praktisch jede Woche irgendwelche ausländerfeindlichen Gewalttaten, also bis hin zu Mordanschlägen, aber wir haben diese linksextremen Anschläge schlicht und ergreifend nicht. Und deswegen finde ich diese politische Reaktion so bedenklich, dass jetzt da links gegen rechts aufgerechnet wird. Also jede Form von Gewaltausübung aus politischen Gründen ist auf das Schärfste zu verurteilen. Das ist ja überhaupt gar keine Frage. Aber wenn man sich die Frage stellt, was ist denn jetzt unser gesellschaftliches Problem, dann wäre meine These, das gesellschaftliche Problem ist, dass wir Strukturen haben in Deutschland, die aus fremdenfeindlichen Gründen Woche für Woche versuchen, Menschen umzubringen oder jedenfalls bedeutende Sachwerte zu vernichten, während wir zwar auch linksextreme Spinner haben, die aber eben ausgesprochen selten tatsächlich zu Gewalttaten neigen und schon mal gar nicht irgendwelche Häuser anzünden. Ja, ich wüsste jetzt jedenfalls, wie gesagt, G20 war, das haben wir gesagt, ein eventartiger Ausbruch von Gewalt, wo sicherlich maßgeblich beteiligt waren, vor allem beim Ausbruch auch Linksextreme. Aber wenn man dann mal zurückdenkt, wann war das letzte Mal? Wir hatten vor ein paar Wochen in Berlin zum Beispiel Brandanschläge auf irgendwelche Kabelschächte. Das war aber schon so eine Art G20-Vorläuferprotest. Und wenn man dann nachdenkt, dann wird es schon langsam schwierig. Und jedenfalls parallel zum Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft könnte man sich ja aus der linken Perspektive einen Brandanschlag auf eine Polizeiwache vorstellen, ja, oder auf eine Kaserne der Bereitschaftspolizei oder was. Oder irgendein Unternehmen oder sowas. Oder ein Unternehmen. Hat es alles nicht gegeben. Ja, also seit dem Ende der RAF gibt es schlicht und ergreifend diesen linksextremen Terrorismus in Deutschland nicht mehr. Und ich finde deswegen diese politische Gleichsetzung extrem gefährlich. Es gab dann nochmal diese Zelle, die irgendwie Lastwagen der Bundeswehr angezündet hat, wo André Holm mitbeschuldigt war. Ne? Wir erinnern uns an diese Geschichte, ja. Haben wir in der Lage aufgearbeitet. Ja. Also es gibt natürlich auch immer wieder mal. Aber das ist auch alles lange her. So, ne? Das ist A, lange her, es ist total selten und es fehlt dieses Systematische und es fehlt letztlich dem Ganzen das Bedrohliche. Wie gesagt, ich will die einzelne Tat nicht kleinreden, aber wir haben einfach gesellschaftlich da kein Problem. Wir haben aber ein ganz massives Problem mit Fremdenfeindlichkeit. Wir haben auch eine dreistellige Zahl von Todesopfern rechtsradikaler Gewalt seit 1990. Ne? Die Zahlen sind extrem umstritten, weil es viele Taten gibt, wo die
Polizei sagt, nein, wir können kein fremdenfeindliches Motiv nachweisen, nur weil drei Skinheads einen Afrikaner umbringen. Ja? Also jetzt mal ganz ehrlich, das ist ja leider die Wahrheit, dass es solche Fälle gibt, wo das fremdenfeindliche Motiv mit Händen zu greifen ist, die aber trotzdem nicht als rechtsradikal motivierte Taten in der Statistik auftauchen. Aber trotzdem gibt es eine dreistellige Zahl von Todesopfern rechter Gewalt. Ja. Und das sind alles Dinge, denke ich, die muss man in den Blick nehmen. Und deswegen ist diese Gleichsetzung so gefährlich. Das rechtfertigt keine einzelne linksextreme Tat, aber es bedeutet doch, dass wir es mit kategorial völlig unterschiedlichen Dingen zu tun haben. Und islamischer Terrorismus ist natürlich nochmal eine andere Sache, der ja systematisch darauf ausgerichtet ist, möglichst viele völlig unschuldige Menschen ums Leben zu bringen. Und mal ganz ehrlich, wir haben in Hamburg Gewalttaten gesehen, wie du sagst, Philipp, auch einzelne Taten, die theoretisch hätten tödlich enden können. Molotow-Cocktailwürfe und so sind brutal und verabscheuungswürdig. Aber was wir nicht gesehen haben, sind Sprengstoffanschläge mit Nagelbomben auf Polizisten. Ne? Das ist schon nochmal eine andere Kategorie. Also in der Neuen Züricher steht, Zitat, Sorge bereitet den Behörden neben der erheblichen Mobilisierungsfähigkeit der autonomen Szene auch deren überproportionales Wachstum. Das linksextremistische Personenpotenzial, das heißt es da, ist in Deutschland vergangenes Jahr laut Verfassungsschutzbericht um 7% auf 28.500 Personen aufgewachsen. Bei den gewaltorientierten Aktivisten betrug der Zuwachs sogar 10%. Deren Potenzial lag damit zuletzt bei 8.500 Personen in Deutschland, unter ihnen 6.800 Autonome. Gut, das ändert jetzt nichts daran an dem, was du gesagt hast. Das würde ich jetzt einfach nur noch mal hier hinstellen. Ich würde sagen, haben wir es damit? Ich scroll noch mal gerade so durchs Pad. Ich glaube, so die wesentlichen Dinge haben wir erwähnt. Genau, und ein schönes Beispiel möchte ich aber schon zum Abschluss noch erwähnen, denn auch in Hamburg gab es mindestens einen Fall, wo die Polizei aus meiner Sicht extrem kreativ und entspannt reagiert hat, nämlich eine andere Demo, in der auch ein schwarzer Block mitgelaufen ist in Hamburg und wo die dort verantwortlichen Polizeiführer gesagt haben, wir begrüßen jetzt mal den schwarzen, ach nee, das ist eine Vision, ist es hier, das lese ich hier gerade, okay, das ist nicht passiert, sondern es ist eine Vision, aber es gab mindestens eine Situation, wo nicht der schwarze Block mit Blumen begrüßt wurde, sondern wo aber aus der Demo heraus gerufen wurde, Helme ab, ja, und die Polizeiführung war so schlau zu sagen, okay, wir machen das jetzt einfach mal, ja, das heißt also, da wurde quasi auf beiden Seiten abgerüstet, die Vermummten haben die Vermummung abgenommen, die Beamten haben die Helme abgenommen und auf diese Art und Weise ist diese, sagen wir mal, aufgeladene Situation deeskaliert worden und insofern, das sollte man ausdrücklich erwähnen, es gibt auch aus Hamburg, man soll es kaum glauben, wirklich Beispiele, wie es funktionieren kann und ich würde mir sehr wünschen, dass wir so als Gesellschaft in die Richtung weiterarbeiten, nicht, dass wir also die schwarzen Blockgewalttäter isolieren und ihnen deutlich zeigen, dass es völlig abwegig ist, was sie tun und dass wir auf der anderen Seite aber bei der Polizei auch, wie soll ich sagen, auf die weise Führung setzen, ne? Die eben nicht Gewalt eskaliert, sondern soweit es irgendwie vertretbar ist, deeskaliert und wie gesagt, das ging auch in Hamburg und das finde ich, das lässt einen doch so ein bisschen optimistisch in die Zukunft blicken. Wir haben jetzt zum Schluss noch einen Beitrag in eigener Sache. Jo. Und zwar geht es nämlich um die Lage. Und wir haben das ja schon immer auch von Anfang an beschrieben und gesagt, unser Ziel, mein Ziel vor allen Dingen ist, dass die Lage zu einem journalistischen und auch bezahlten journalistischen Projekt auszubauen. Damit sind wir auf gutem Weg, dank eurer Daueraufträge, dank der Abos, dank der Plus-Abos und dank der vielen Spenden. Aber um das sozusagen wirklich umzusetzen, müssen wir noch ein paar andere Wege gehen. Und dieser Weg ist in diesem Fall, wir probieren mal Werbung zu schalten. Und zwar habe ich zu diesem Zweck einen Vertrag abgeschlossen mit der ASS. Das ist sozusagen die Agentur, die ARD-Hörfunkprogramme mit Werbung versorgt. Und wir haben uns lange darüber unterhalten und haben uns viel ausgetauscht, wie das denn so aussehen könnte. Ich habe gesagt, was uns so vorschwebt, was denen so vorschwebt. Und das ist, glaube ich, eine sehr gute, kollegiale, offene, transparente Zusammenarbeit mit denen.
Und wir müssen dazu sagen, wir werden euch nicht zuspammen. Ja? Also das ist hier kein, das wird jetzt hier keine Werbeveranstaltung, sondern das wird sehr dezent, glaube ich, und transparent hier abgehen. Und das war mir ganz besonders wichtig, Plus-Abos bleiben werbefrei. Wir machen sozusagen das Angebot, wenn euch diese Werbung tatsächlich so sehr stören sollte, was ich nicht glaube, weil das wirklich dezent sein wird. Wenn euch die Werbung so stören wird, dann gibt es die Möglichkeit, ein Plus-Abo abzuschließen und dann seid ihr raus aus der Nummer und ihr seid werbefrei. Das ist sozusagen unser Deal. Und wie gesagt, wir werden da nach der Sommerpause mal gucken, was da so reinkommt. Wir haben da jetzt auch noch nicht so eine Ahnung. Wir, ist es klar, suchen uns die Werbepartner aus. Wen wir nicht wollen, der macht hier keine Werbung. Aber mir ist völlig bewusst, dass, wie gesagt, wir werden das hier nicht zuspammen, wir werden das hier ganz dezent einsetzen und mal experimentieren und gucken, wie so euer Feedback ist, wie sich das so finanziell zeigt. Ist das eine Möglichkeit für so ein journalistisches Projekt auf Podcast-Ebene auch, ein zweites Finanzierungsbein aufzumachen? Das sind so Fragen, die probieren wir mal aus, die gucken wir mal. Und zu diesem Zweck wäre es halt total super, wenn ihr mal eine Umfrage mitmachen könntet. Die findet ihr unter. Das ist nämlich der Punkt, glaube ich, das sollte man dazu sagen. Es geht ja eben nicht nur darum, möglichst wenig Werbung zu schalten, sondern es geht vor allem darum, dass diese Werbung auch in irgendeiner Art und Weise relevant sein soll für euch. Wir wollen euch jetzt nicht mit etwas zuspammen, was nervt, und wir wollen euch auch nicht mit zuspammen mit irgendetwas, was inhaltlich überhaupt nicht relevant ist. Und dazu wäre es halt einfach sehr gut zu wissen, was euch denn überhaupt interessiert. Und dazu wiederum hat Philipp eine Umfrage vorbereitet. Genau, also die habe nicht ich jetzt direkt vorbereitet, sondern eben mit der Agentur ASS. Die haben uns vorher die Fragen geschickt, haben geguckt, hier, wie ist denn das? Wollt ihr auch noch Fragen stellen? Kann man das so machen? Und dabei ist halt eine Umfrage rausgekommen, die findet ihr unter umfrage.audio, also wenn ihr wollt, www, geht aber auch ohne, www.umfrage.audio. Dauert so ein paar Minuten, denke ich, sich da durchzuklicken. Wie gesagt, weder uns noch die Agentur interessiert euer Namen oder irgendwelche anderen Daten, sondern es geht alleine darum, mal rauszufinden, wer hört eigentlich so die Lage, was interessiert euch eigentlich so, was würdet ihr gerne anders haben, was würdet ihr besser haben und etc. etc. Ihr kennt das. Das ist einerseits jetzt natürlich für die Agentur und die Werbung interessant, welche Werbung kann man denn schalten, welche nicht, aber es ist natürlich auch für uns interessant, mal rauszufinden, wer hört uns denn so. Wo liegen eure Interessen? Wo drückt der Schuh? Was würdet ihr gerne mal anders oder besser machen? Jo. Das ist eigentlich so der Punkt. Und deswegen die Bitte, geht mal zu umfrage.audio, klickt euch da durch. Das Ding, glaube ich, steht 3 Wochen online oder so. Wir werden da hin und wieder auch nochmal dran erinnern. Wäre toll, wenn ihr mitmacht. Ansonsten würde ich sagen, Ulf, ich würde auch sagen, die Lage der Nation ist erschöpfend erörtert, dieses Mal mit Schwerpunkt auf einer Aufbereitung der G20-Proteste in Hamburg. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, und wir verabschieden uns dieses Mal, glaube ich, wirklich in die Sommerpause. Mal gucken, ob wir noch irgendwann mal eine Überraschung für euch haben, aber erstmal ist jetzt geplant, dass wir ein paar Wochen durchatmen. Ich bin auf Reisen, Philipp ist auch bald auf Reisen. Wir hoffen, dass euch die Aufarbeitung der G20-Proteste gefallen hat, und wünschen euch einen schönen Sommer. Genau, also zu den Überraschungen kann ich noch sagen, eine Überraschung habe ich gerade aufgenommen. Ja. Genau, also eine kleine Überraschung wird es doch geben. Ich habe Termine für 2, 3 weitere Überraschungen, aber darüber rede ich wirklich erst, wenn es gemacht ist, denn Termine sind Termine und Termine werden auch manchmal abgesagt und kurzfristig gecancelt. Aber wie gesagt, es sind ein paar Verabredungen in der Pipeline. Ich denke also, bis wir dann Anfang September wieder weitermachen, wird es noch das ein oder andere Audio in eurem Feed geben. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt, vielen Dank, dass ihr uns so treu begleitet. Jetzt wünschen wir euch wirklich einen geruhsamen Sommer, und wir hören uns dann in dieser Konstellation, in diesem Layout mit dem wöchentlichen Rückblick auf die politische Woche dann Anfang September wieder. Macht's gut und bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Ciao.